Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Battlefront 2. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Grüße gehen heute raus am KKLP und den MC Enter Blub Blub. Danke für eure Kommentare. MC Enter hat geschrieben, bist voll der heile YouTuber, hast eine echt heile Stimme und höre dir gerne zu. Da freue ich mich sehr. Lieb von dir, dass du so schreibst. Gut, ich habe in der letzten Folge wieder am Ende den doofen Ball gehabt. Sogar der Titel der Folge hat diesen Ladeball die Ehre bekommen. Wir haben tatsächlich natürlich den Das Maul nicht geschafft. Und wir waren ein paar Sekunden tatsächlich, also 43 Sekunden noch nicht länger ein blöder Vollstrecker. Das heißt, den kriegen wir locker hin. Machen wir eine kleine Runde galaktischer Angriff. Und danach eventuell eine Runde Sternjäger. Einfach mal, weil wir es können. Und damit der Marc sich so ein bisschen freut. Der Marc, der guckt nämlich gerne Sternjägerangriff. Und, ja. Takodana, wie geil ist das denn? Boah, voll selten. Würde ich einfach alles geben. Ne? Wir haben ja noch zu tun. Wir müssen noch den Angriffstruppler und den Specialist leveln. Zudem die ganzen Helden und Schiffe und so. Ich glaube, ich habe mein Headset falsch rum auf. Ne, ist richtig rum auf. Oha, es dreht sich mit. Das ist ja voll dumm. So, das ist mein altes Headset. Ist leichter auf den Ohren, der andere macht so eine Hitze. Es ist heute draußen wieder so hölle heiß. 26,6 Grad habe ich im Zimmer, also sehr angenehm noch. Man kann überleben. So, jetzt kann ich mich entscheiden. Takodana. Was sollen wir denn machen überhaupt? Egal, wir bleiben Angriffsruppler. Boah, ist noch nichts, ist hier geladen. Was ist los? Okay. Habe ich das ja doppelt gestartet, das Spiel? Nee, ne? Das ist ja gerade mal Performance unter aller Sau. Das ist ganz frisch, ne? Okay. Da ist die Performance wieder da. Ein Haufen Menschen. Oh, er levelt bald. Ganz vergessen. Das ist eine geile Map, aber der Anfang ist so höllisch schwer. Ne, für uns ist er jetzt leicht, aber für den Gegner ist er halt schwer. So. Ist ein Püpschen drüber. Irgendwie ruckelt mein Spiel heute ganz schön. So, ich bleib mal ein bisschen in Deckung. Muss ja nicht opfern. Haha, den habe ich kaum gesehen, ehrlich gesagt. Huhuhu. Na, für wo fliegt er lang? Schön. Wir sind auch ein bisschen Sniper. Na komm hoch, naja, in meinem Pfützchen. Haha. Boah, es sind auch viele im Furz. Leuchtet wie die Hölle. Okay, Assists gibt's immerhin. Ich muss ja nur einmal 3000 Punkte zusammenkriegen. Diese paar Sekunden als Vollstrecker werden wir wohl auf der Kette kriegen. Der sah aus, als wäre einer langgelaufen. Ja. Versuchen es ja manchmal. Ah, der liegt, glaube ich, ganz gut. So. Ich mache gerne Punkte mit den Fürzen. Ich weiß gar nicht warum. Boah, keine Schnitte gehabt. Aber auch nicht viele Punkte gemacht. Also als. Ey, du machst so sauschlecht Punkte als Angriffstruppler. Ich weiß gar nicht, wie ich den je auf Stufe 70 kriegen soll. Kein Schimmer. Ich meine, ich dürfte aber erobern. Ich will, dass die Runde mal ein bisschen länger geht. Deshalb haben wir nicht wirklich viel Glück gehabt. Da war gerade ein Haufen. Ich hab's ja gesehen. Nein! Aber oh, das kann nicht sein. Ich hab das gesehen. Ich würde sagen, ein ganzes Magazin daneben geschossen habe ich aber nicht. Ich habe aber keine Magazine. Legolas Hobbit. Was? Das ist ein Name gewesen. So. Nicht so einfach. Hab ich jetzt Schaden genommen? Boah, wie schnell kann der schlagen? Arschloch. Ja, wegen dem level ich wieder beim Sterben, wegen so einer Leute. Mein schönes Level 57 schaffen wir gleich. Irgendwie. So, die erobern? Ja, so halb. Das ist ja wirklich schwer zu erobern, finde ich. Wirklich richtig schwer. Ich wüsste auch nicht, wie die Entwickler das irgendwie verbessern könnten, dass es einfacher wird, aber soll ja auch nicht. Ne? Warte mal. Boah, da sind mehrere Fürze drin. Ja, einfach Sperrfeuer. Ist einfach wie ein Held. Oh,
Nein! Da war's wieder im Sterben. Verdammt, ich sterb. Oh, immer in Sterben dieses Leveln. Ich investiere in den A-Wing. Ich habe Bock, jetzt A-Wing zu fliegen. Die Runde geht eh wieder vorbei. Das schaffen die nicht. Das sieht man ja schon fast. 1K, was ist ein komischer Name das ist. Ah, 2 Kills schon. Bereit zum Angriff. Ah, A-Wing ist einfach das Beste. Habt ihr das gesehen? Der hat keine HP verloren. Null. Und ich hab den... du hast sogar die Explosion an ihm gesehen. Das ist ja mal interessant. Wir verlieren sie. Wir verlieren die Gedenkstätte. Keine Schnitte hatte ich gegen den. Ich seh nix. Das war er. Die Gedenkstätte wird belagert. So, ich hab einen Plan. Boah, man steht ja fast. Ich wollte den Spieler erwischen. So, aber dafür muss ja auch einer einsteigen, ne? Der hat zwar einen aktiviert. Blödsinn. Oh, das ist super langweilig. Einer weniger. Nehmen den Bereich ein. Viel zu einfach. Nimmst es nur ein oder nicht? Ein bisschen. So kurz vor knapp. Ah, ich will Spieler erwischen. Oh, das war ein Sperrfeuer. Naja gut, da haben wir ein paar Punkte gemacht mit dem Fliegen. Was ist Holz? Ich finde, das ist ein gutes Team. Also sie nehmen sie ein. Sie sind auf jeden Fall drin. Das könnte ein bisschen dauern. Aber wir sind einfach zu heftig. Die brauchen den verdammten AT-ST. Feuer! Es ist aber auch eine schwere Ecke, ne? Das Fliegen hat sich doch gelohnt. Das fand ich das schön. Unser Evakuierungstransporter ist unterwegs. Und die Sturmtruppen kriegen gar. Du kannst die ganze Zeit machen und dann levelt dein Flieger wenigstens mal ein bisschen. Du musst halt nur die ganze KI wegputzen, die ja am laufenden Band spawnt. Dann Lukla lief sogar rum. Jäger, das war nichts gewesen, ne? Angriffstruppler, persönlich 13.260 Punkte. Sieht gut aus, kriegen wir heute hin. Nochmal Yavin 4. Oh geil, Yavin 4, Wenn es die Maps überhaupt heute. Die geilsten Maps überhaupt. Tschuk, tschuk, tschuk. So. Punkte erspielen jetzt hier. Zeig mal. Willst du haben? Was war das denn überhaupt? Erneuerung. Die Aufladung deiner Fähigkeiten abschließt, wenn du einen Gegner besiegst. Hä? Ach, ich hasse vom Kämpfer. Oh, wir müssen ganz schön was upgraden hier. Eine ganz schöne Leiste voll. Und vielleicht haben wir auch heute einen Hyper ran. Wer weiß. Wie lauten die Befehle? 7. Okidoki. Achtung, Truppen. Ihre Wellendatenbank auf Yavin 4 enthält wertvolle Informationen. Lord Vader will, dass sie sofort beschafft werden. Die meisten Rebellen sind nach Wetter. Der Zerstörung des Todessterns geflohen, aber eine Spezialeinheit löscht vor Ort noch. Das ist immer schwer. Wir müssen die Basis sichern, bevor sie fertig sind. Zerstört zuerst die feindlichen Turbolaserstellungen. Sprengsätze stehen bereit. Ja, doofer Weg. Sehr doofer Weg. Bleib hinter mir. Ich geh rein. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin.
Generator im Hof platziert. Boah. Ja. Da muss ich mich hier erneuern. Da war ich schwer konzentriert. War aber schön, ey. Haben sie natürlich deaktiviert, ist ja klar. Aber macht der Punkt halt immer. Nee, läuft immer. Nee, jetzt läuft nicht mehr. Das schon. Sprengsätze im Hof. Arschlöcher! Ich wiederhole, Sprengsätze offline. Das hat mich so geschickt gemacht, ey. So flink. Das nochmal machen wir, dann werde ich ihn nochmal schaffen. Ja, der Frontkämpfer ist halt hart, ne? Also das ist instant tot umfallen, das ist kacke. Östlicher Turbolaser vorbereitet. Wugga, 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 stinken, ne? So. Wieder so richtig Oxys. Also wir brauchen ATSTs. Ganz sicher. Und ich brauche diese scheiß 2000 Punkte. Mann, mir fehlt der doppelte Multiplikator, obwohl ich von denen ich eigentlich auch nie was hab. Einfach erobern. Drangehen und 500 Punkte einkassieren. Wie unfair, den habe ich so ein paar Mal getroffen jetzt, oder? Das war ein paar Mal. Komm. Das ist noch eine gute Zeit. Da kannst du richtig aufräumen mit einem ATST. Ich muss doch eigentlich was anderes spielen. Oh. Für sowas haben wir keine Zeit. Ja, komm, mach doch Spiel! So lange, da sind schon 15 Tickets wieder weg in der Zeit. Ich gehe gerne dahin. Bagger, 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 bagger. Fahrzeug verlassen. Niemals, oder? Die haben jetzt diese doofen Granaten und so, die mich immer kaputt machen. Sieht schon toll aus. Östlicher Turbolaser bereit zur Sprengung. Oh, der falsch. Scheiße. Boah, Alter. Du hast ja gar keine Schnitte mehr mit dem ATST. Wieso läuft hier einer mit einem Ionentorpedo überhaupt rum? So eine Scheiße. Muss ich echt dran. Also, das war früher einfacher. Da hast du richtig Rambazamba gemacht in den Ecken da. Östlicher Turbolaser in letzter Zerstörungssequenz. Ja, ja, prall nicht so. Der Penner. Guck mal, der wird überlebt. Mann. Überlebt er das? Wie kann der das überleben? Beginne mit Räumungsangriff. Oh, hat er sich noch gerettet. Ey, so ein Sackface, ne? 14 Leute noch. Schaffen wir gar nichts. Einen haben wir kaputt gemacht. Voll anstrengend. Ich greife an! Den hasse ich da oben. Und seine Mutter auch. Wie unfair. Westlicher Turbolaser vertragen. Nee! Nee! Ey, das war ein Headshot mit der. Ey, das ist ja wohl Dreck. Alter, was sind denn wieder für Spieler unterwegs? Oh, das ist ja eine Sauerei. Du schießt den voll in die Fresse mit dem Frontkämpfer und der erschießt wieder mit seinem Bläserchen. Ja, Sturmtaktik. Standen sie gerade, die Arschlöcher. Rebellen am westlichen Turbolaser. Sie haben die Sprengsätze. Okay, 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 okay. Verdammt! Die Rebellen haben alle. Boah, das war aber schwer. Das, was ist denn los hier schon wieder? Unfair. Na, ich hätte auf jeden Fall den Dings 13 Spiele, Vierter immerhin. Ich habe echt Gas gegeben, aber das war nicht gut genug. Das Team war zu schlecht. Große Trauer, große Trauer. Aber der Angriffsgruppe hat wieder ein bisschen gelevelt. Und wir sind noch näher an der nächsten Stufe, was echt lange dauert, gefühlt. Noch 9000 Punkte, also zwei Ründchen. Denke ich mal.
48. Wir haben gerade Credits bekommen. Was habe ich da wieder abgeschlossen? Ich weiß es nicht. Und wo sind wir jetzt? Nikto Rebell 01. Der Kadass sah Nyctos, eine Unterspezies der Nyctos, die meist als grüne Nyctos bezeichnet wird, kamen häufig im Territorien der Hutten vor und stammen ursprünglich von dem Planeten Kintan. Dank ihrer rauen und schuppigen dunklen Haut konnten sie auch in unwirtlichen Wüstenklima überleben, wodurch sie bei den Huttenfamilien als Vollstrecker hoch im Kurs standen. Als die Kontrolle des Imperiums über den Sektor immer unerträglicher wurde, beschlossen einige grüne Nyctos für die Rebellen zu kämpfen. Einige ging es dabei um Freiheit und Gerechtigkeit um die Galaxie und andere hatten eigennützige Motive. Okay, los geht's. Hab ich gerade noch geschafft. Ich hab noch nie was von denen gehört. Keine Ahnung. Wir haben Sturmtruppen auf Yavin 4. Jetzt geht's aber um die Worsch. Der Todesstern wurde zerstört. Der Führungsstab evakuiert, aber unsere Datenbanken sind noch intakt. Der Feind darf die Dateien nicht kriegen. Sie werden angreifen wie üblich. Zerstörung der äußeren Turbolaser, dann Vorstoß zu den Bunkern. Die Basis ist verloren, aber wir können sie noch hinhalten, um unsere Daten zu löschen und zu fliehen. Detonator am östlichen Turbolaser angebracht. Oh, oh, oh. Lauf, roll doch! Er rollt nicht. Detonator am westlichen Turbolaser. Wenn wir den Laser verlieren, landen noch mehr Truppen. Überbande. Hoho. Mein eigener Schiss. Turbolaser zerstört! Boah! Den könnte ich gar nicht sehen, der hat mich mit. Das ist selber von gerade! So super viel Regen, der so mit der Maus so fest wackelt. Turbolaser an der Westseite ist bereit zur Sprung. Alter, die machen die so kaputt! Da stimmt doch wieder irgendwas nicht! Dass sie da einfach so hingehen und die einfach aktivieren. Bei uns ging es gerade gar nicht und jetzt geht das so schnell? Das stimmt doch nicht. Was denn? Wohin schießt er? Oh. Wo schießt du denn hin? Mein Gott, nee. Sogar einen Zweikampf verliert man, obwohl ich zuerst geschlagen habe. Ah, die haben so weggebumst. Da kannst du nichts machen. Ah, die putzen uns eiskalt weg. Ist auch kein Spieler dabei, der so übertrieben viele Kills hat. Okay, das müssen wir jetzt hier einnehmen. Wir halten hier durch, solange wir können. Keine Ahnung. Sammelt euch am Lager und der Turbolasersteuerung. Wo lang? Wenn sie uns wieder zurückbringen, müssen wir um die Basis selbst kämpfen. Sieht aus, ob wir von da. Ach nee, verteidigen, okay. Kommen wir von da. Mach ich hinweg. Heilen. Scheiße, ATS hier. Hä? Boah, muss es so wild sein. Willst du etwa desertieren? Nein. Aber schön. Schön glatt in dem Rücken. Angreifer im Lager. Ja, man ist so schnell auch mit diesem. Wir müssen diesen Sektor halten. So. Na, mal gucken, ob wir hier noch was schaffen. Zum Beispiel einen Vollstrecker zu bekommen und da ein paar Sekunden noch mit rumzueiern. Ist ja echt nur ein paar Sekunden. Du. Pui pui. Weg hier. Help. Wir müssen das Lager zurückerobern. Sie dürfen es nicht kontrollieren. Alter, wie schnell die ballern können, ey. Och.
Panzergefährt? Du willst dich verarschen? Das ist ein Müllhaufen. Kein Panzergefährt, also bitte. Ah, mein Furz ist da drin gewesen. Da die Oberen, das eiskalt. Das ist, da stimmt doch wieder was ganz fett nicht. Du kannst dich gar nicht verteidigen. Weißt du, alle rennen hin und sterben auf der Stelle. Das ist eine scheiße ETS hier. Ein scheiß Ionenschuss. Boah. Ja, los. Kann ja nicht lange, das sind so viele. Irgendein besonderer Kämpfer ist gerade eingetroffen. Fuck. Ach, lebt noch! Ich dachte, ich wäre schon down. Das reicht nicht. Ich brauche wohl Stecker. Hey, erobern die so. Ein Fingerschnipper ist das für die. Keine Ahnung warum. Wie das heißt, er schafft so schnell. Verloren. Rückzug! Unsere Leute in der Basis brauchen mehr Zeit. Wir halten die Linie am Eingang. Boss! Flotte über uns. Jede Minute mehr Feinde. Heute zeigt mir der Rebellion, wie wichtig wir sind. Wir müssen die Torsteuerungsstationen beschützen. Danach haben wir nur noch die Basis selbst zu verlieren. Brauche ich mehr. Das war der Plan. Boah, mein Ding ist zu Ende. Fucking. Maximal Ansatz im Spiel. Verdammt, ich war zu langsam. Na, Punkte, bis wenigstens bei meiner Seite, bis so halbwegs oben. Das rennen die hin und oben, das so, pup, pup, machen sie einfach mal, pup, pup. Geh da einfach raus. Imperiale Truppen an der östlichen Station. Einfach mal um die Ecke gucken, Schwerte, aber ich habe immer einen Schaden gemacht. Seine Lektion hat er wohl gelernt. So, komm, der Verstecker. Es sind wirklich nur 7 Sekunden oder so, die gefehlt haben. 300 Sekunden sind ja 5 Minuten. Nur als nice to know. Nein, die Oberen schon, das ist doch beides fertig gleich. Abgeschlossen. Wir müssen die westliche Station zurückholen. Witz, ey. Ja, das verstehe ich manchmal nicht. Westliche Station unter feindlicher Kontrolle. Wenn die östliche Seite fällt, stürmen sie rein. Das ist so gut, ist hier oben drauf zu stehen. Das Imperium hat die Kontrolle über die Torstationen. Rückzug in die Basis. Bereit machen für letzte Verteidigung. Die werden wohl nicht an den Tor stehen. Wir kommen mal da durch. Oder da. Aber noch gibt es genügend Informationen, die die Rebellion ruinieren. Boah, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber die Zeit haben wir durch. Bevor wir evakuieren. Beschützt die Landmarkt. Den ganzen Schwung mal erwischen hier mit dem. In der Kommandozentrale. Wenn wir scheitern, sterben wir bei der Erfüllung unserer Pflicht. Man glaubt, er ist in meinen Dings gelaufen. Hä? Kommt doch. Es gibt kein Entkommen. Ich glaube, das war's. Ah ja, das war's schon. Heftig, heftig. Also das geht gar nicht heute, ey. Die überrennen uns einfach so und stellen sie dahin und erobern. Die müssen ja gar nichts dafür tun. Das geht schon los. Dabei ist das hier super schwer zu erobern, ehrlich. Scheiße, manchmal ist Gameplay echt im Arsch. Durch das Balancing. Weil dann sehen die Runden natürlich auch rüber die Katze zu Ende. Zerstörungssequenz in der Kommandozentrale gestartet. Was war jetzt? Keine Ahnung. Das ist, glaube ich, ein Held, ne? Wir haben ihr Signal in der Kommandozentrale unterbrochen. Ja, das hört sich gut an. Na, hier schon Helden sind, das ist halt scheiße. Mein Gott, nee! Mein Gott, nee! Das ist doch nicht normal! Du kommst um jede Ecke, stirbst sofort! Da sind doch Hacker am Spiel, da kannst du doch machen, was du willst. Oder nicht Hacker, Cheater, weil Hacker sind ja die, die manipulieren die anders.
Alter, das kannst du ja nicht. Das ist doch kein Gameplay. Also bitte, das ist doch Müll. Kommst du dazu? Evakuieren. Wir müssen die Flotte warnen. Kannst du nichts reißen? Wie denn auch? Und viele Kreditze. Übrigens verdienen wir ein bisschen was. Schmerz. So. Für mich kann ich so aufregen darüber. Das ist echt scheiße. Na, hier erfahren, der kriegt bald wieder 500 Kredite. Der gibt mir richtig Mühe und ihr seht ja, was passiert. Wir nehmen die beiden Todessternrunden noch mit. Dauert ja hier nur 2 Minuten eine Runde. Kein Wunder, dass die Runde leerer wird. Wundert mich nicht. Gleich niesen. Welches 8000, ne? 8000 Credits krieg ich nie. Punkte meine ich. Entschuldigung. Aber manchmal muss das einfach sein. Sturmi-Truppi. 10 Sekunden noch für den Todesstern. Jetzt ätzende Runde war das gerade. Das war richtig sauer. Du kannst nichts dagegen machen, dass du kein Gameplay mehr bekommst. Du musst das aussitzen. Ein Schiff ist in der Station notgelandet. Die Rebellen lassen es zurück und kommen an Bord. Ach, sie sind verwundet und verwirrt, aber sie sind im Todesstern. Ihre Ziele sind Sabotage und Flucht. Fangt sie am Generator und der Kontrollstation des Traktorstrahls ab. Diese Bereiche dürfen keinesfalls fallen. Da kommen sie doch. Oh. Mann! Hammer, oder? Wie lautet der Plan? Schon eine todesmutige Rolle gemacht. Und mein Fuß lag doch ganz gut. Ja, nimm sie ein, schwuppdiwupp. Ja klar verlieren wir die. Die machen ja was sie wollen mit uns. Warte mal ab, was die den Todesstern hier einnehmen und zerstören. Aber schwuppdiwupp Kartoffelsupp, sage ich euch. Oh, sehr schöner Schuss. Beginne mit Räumungsangriff. Oh, eine Leiche geschändet. Oh, ne! Ey, was für ein Wichser! Eliminiert die Rebellen! Ja, ich will sie ja eliminieren. Aber die machen ja mit uns, was sie wollen. Ja, der eine ist schon weg. Ob ich hier lang wollte? Nein. Sie haben die Traktorsteuerung zerstört. Begebt euch zum Generator. Da! Ich sterbe! Ja, die sind, wenn die schon da stehen und uns spammen, dann, also mit Granaten und sowas, dann haben wir schon keine Chance. Dann siehst du, dass da was schon nicht passt vom Balancing her. Dann erobern die das einfach so und schwuppdiwupp Kartoffelsupp. Ja, siehst du, wir haben überhaupt gar keine Möglichkeit, das zu ändern. Ist mir egal. Bewacht die Hauptwaffe und die Turbolaser. Das war schön. Boah, das war mal ein richtig Suizid-Run. Ich wollte aber eigentlich noch schaffen, durchzukommen. Oh. Verstecker brauchen wir ja nicht mehr. Boah, das war jetzt richtig anstrengend. Das hat alles wieder gut gemacht. Ah, guck mal, schon. Fangt schon an! Beide, oder was? Nee. Hört auf! Mann, das ist auch gar kein. Das macht doch gar keinen Spaß dann. Dass so fix geht.
Gar nicht nur Spaß. Oh, 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 oh. War das einer? Nee, ne? Abschaltung der Hauptwaffe abgebrochen. Geh rein. Geh rein, wir sind drin. Ich hab auch geschlagen. Oh, ich wollte schon sagen. Arschloch. Naja, ich meine, ich versuche alles. Ich versuche alles dagegen. Aber ihr seht, die erobern das einfach. Fuppdiwupp, das ist nix für die. Gleich auch hier unten. Das wird eine 2-Sekunden-Runde werden. Mehr nicht. Ich weiß nicht, was da ist oder wer das ist. Aber du hast keinerlei Chance, das zu unterbinden. Mann, jetzt bist du da vorgelaufen. Arschloch. Au. Den habe ich nicht gesehen. Bringt ja nichts. Wir haben auch keine Lust mehr, ehrlich gesagt. Ne? Weil du ja gar nichts machen kannst. Macht ja keinen Spaß. Ja, alles ausgefallen, weil da irgendein Hacker dabei ist. Weil das einfach viel zu einfach geht. Das ist ja nicht möglich normal. Kein einziger Rebell entkommt von dieser Station. Beschützt den Lift der Shuttlebucht und die Hangarsteuerung. Sie können nicht mehr lange überleben. Was, kann ich mir kaum noch vorstellen, dass das irgendwas mit Balancing zu tun hat. Wenn er einfach der liebe Gott mitspielt oder so. Erfahrener Angriffstruppler. Bam. Oh, fuck. Komm, lass mal Furz aufkommen. Nein, was mach ich denn? Ach doch, der war gut. Warum sterben die denn nicht? Mal, erzähl mal. Der Helm ist ja klar, dass wir... Ich hab's noch gehört. Ja, ein bisschen Held werde ich wohl eher weniger schaffen. Wie auch. Da sind so schwer einzunehmende Stellen. Dann merkt man ja schon, dass das nicht stimmt, wenn die das so schnell einnehmen können. Und bei uns vor allen Dingen rumpimmeln hier, das ist sowieso. Rebellen treffen im Hangar Startvorbereitungen. Hält er die Stellung? Boah, da kommt auch ein Wookie. Scheiße. Boah, ich muss es machen. Nein, Held schaffe ich niemals. Obwohl, komm. Man weiß nie. Der Teufel ist ein Eichhörnchen. So. Extrem, oder? Boah. Ein Handy gegeben. Wo sind die denn? Ja, die halten uns aber so heftig zurück. Ah, jetzt kommt noch Ray hier durchgeflitzt. Okay, das war's. Haben sie. Haben sie einfach mal wieder wirklich Fingerschnipser erobert. Ohne Mühe, ohne was zu machen. Und du kommst da nicht drauf, du kommst nicht um keine Wand. Schönes Ende. Kannst nicht um die Ecke gucken, bumpf, tot. Aber irgendwo ist da wieder einer dabei, der ordentlich anhat, würde ich sagen. Danke für nichts, EA. Danke für diesen unglaublichen Support und den Anti-Cheat-Schutz. Und, haben wir es geschafft? 755 Punkte. Mann. Aber er macht vielleicht noch ein Level ab. Das riskieren wir noch. Also, ob die Runde nun verkackt ist oder nicht. Ja, normalerweise müssen sich da auch mal ein bisschen rotieren. Ja, ob die Hacker sind, ich weiß es nicht. Aber es ist zu offensichtlich schnell. Ich weiß ja, eure Meinung in den Kommentaren. Und? Zapp. Okay. Aber wenn wir ein ganzes Level schaffen, wäre ich schon stolz.
So. Boah, ist gerade warm hier drin, ey. Ich wäre lieber auf Endor abgestürzt. Aber wenigstens leben wir noch. Na, lauf doch! Überlebende, zu den Waffen! Wir kommen schon vom Todesstern runter. Warte ab, wie schnell ich jetzt tot bin. Wir brauchen ein neues und wo willst du hin? Irgendwie starten. Zwei das ist ja schneller als ich. Generator des Traktorstrahls und Kontrollstation ausschalten. Muss ich mal immer nie welche Tür wirklich. Aua. Fällt dir nicht, wa? Gestank. Das ist der Gestank des Sieges. Haben es zur Traktorsteuerung geschafft. Versuchen Abschaltung. Mach doch die Tür auf. Wirf doch Granaten. Brauchen Furz. Oh. Traktorstrahlsteuerung wird abgeschaltet. Oh, das sind ja alle. Greifbahn. Wow. Wow. Eigene Truppen. Gut durchgeflitzt. Ja, mach ihn tot. Ich kümmere mich da drum. Generator wird abgeschaltet. Schützt mich einer. Komm schon. Kommen Sie. Oh, guter Mann, guter Mann. Sehe Haufen von Punkten, die wir bekommen dafür, ne? Hä? Achso, mein Furz. Oh, voll die Sprengladung von der Nase. Geschafft. Ich war's. Punkte, Punkte, Punkte. Wow, die sind alle hier. Anderenfalls leiten Sie einfach die Energie um. Rett mich doch. Komm, wie wenig Punkte. Da lohnt sich doch gar nicht. Da möchte das doch keiner für machen, die ganze Mühe. Und da fast sterben bei, weißt du, für 10 Punkte oder was der Mann bekommt. Ja, Watson, Shotgun in Face, no Damage. Ja, das haben wir auch schon erlebt heute. Tia the Clone. Ah, noch Männers. Fling wie ein Wiesel. Boah. Wir sind in der Traktorsteuerung. Nehmen alle Systeme offline. Kriegt ihr mal HP wieder? Traktorstrahlsteuerung fährt herunter. Es trifft ihn nicht. Nein! Hä? Unfassbar, ey. Jetzt kommt da von hinten der Pisskopf, ey. Boah, ich könnte mich so aufregen. Ja, auch keine Chance. Also, wir haben zwar jetzt erobert. Keine Ahnung, warum. Mal schauen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Kämpfen wir gerne. Wow. Silberblaster. Mit 2 Treffer tot. Silberblaster. Das ist doch unrealistisch. Ich muss den 18 Mal treffen wieder. Was ist das denn jetzt? Es ist eine super Aufregerrunde wieder heute. Boah, komm fast Level up, ey. Ach Quatsch, was mach ich denn? 24 Männer kennst noch? Man kann es ja nur stürmen. Was bringt dir das? Du kommst um eine Ecke, bist sofort instant down. Traktorsteuerungssysteme werden abgeschaltet. Instant. Du bist sofort tot. Es ist absolut nicht möglich, da einen Meter an den Gegner vorbeizukommen. Weil sie die töten dich auch mit One-Shot. Das ist doch nicht normal. Muss einer nur aktivieren, sonst ist die Runde vorbei. Guck mal da.
Wertlos? Nein, schon wieder sterbend. Was für schlechte Runden. Das macht keinen Spaß. Das macht nur Spaß. Komm, weg, weg, weg. Will ich nicht mehr sehen. Scheiße da. Die Konsole wollte ich mir aufmachen. Wegmachen hier. Beenden. Naja, mach das Spiel zu Ende. Keine Lust. Alles ist ja Dreck. Reiß dir den Arsch auf, weißt du, und kannst überhaupt nichts schaffen. Dann hast du Geld für ein Spiel auszugeben. Das lohnt sich dann nicht. Kaufempfehlung 0. Na, jetzt haben wir das Level auch gemacht noch. Wir haben immerhin schon 73.000 Talers. Ich hoffe ja auf die neue Season. Bisschen Balancing, Leute. Ein bisschen. Das war doch jetzt der letzte Käse. So habe ich ja nicht mal mehr Lust, weiterzuspielen. Und das ist komplett verfehlt, was ein Spiel machen soll. Boah, ich brauche nicht einen Kaffee, ey. Damit ich noch aufgeregter bin. So, fliegen. Guck mal, nochmal. Belohnung freigeschaltet, Belohnung freigeschaltet, Belohnung freigeschaltet. Haben wir gut gemacht. Fliegen eine Runde. Das habe ich auf jeden Fall noch Bock drauf. Das ist sowieso so hibbelig. Da kannst du einen Hacker bei haben, das merkst du gar nicht. Boah, wie schnell. Rülot. Boah, ist das warm, ey. Heißester Tag der Woche, glaube ich. Freitag, ne? Richtig Dreck. Ich bin absolut der Wintermensch. Man merkt das vielleicht. Das macht mich richtig sauer, aggressiv. Was? Wie fühlt man Ewing? Dann ist die Runde ist frisch. Ziele! Sie haben unseren Kreuzer in ihren Traktorstahl gepackt. Zerstört sie und befreit das Schiff. Nicht hoch! Traktorstrahlen kritisch, nicht nachlassen! Wir haben einen guten Piloten verloren. Einen guten Piloten, der war schon eine Sekunde mit am Fliegen. Okay, mal gucken, ob wir das gewinnen. Ich glaube, die haben wir schon mal gewonnen. Man muss das Angreifer gewinnen. Ich glaube, wir sind jetzt der Angreifer. Kann das sein? Nein. Wollte ich gar nicht. Was soll ich denn? Also die Kollegen, die machen das schon irgendwie. Viel zu weit. Zeit, ihnen ein bisschen Respekt beizubringen. Was, Timer? Nicht langsam. Kommunikationsmatrix. Dann schneiden wir ihre Verstärkung ab. Bin unterwegs. Kommt mir. Schaltet die Kommunikationsmatrix aus. Wir können es uns nicht leisten, dass sie noch mehr anfordern. Was, wo? Ist da drinnen, ne? Na komm, Geschütz! Rakete ist noch unterwegs. Hui! Das war besser. Das hat mal geklappt. Also der Flieger ist ja besser. Ich glaube, ich bin ein guter Team. Verstärkung ist ah, die Leute, die wollen... Was ist hier los? Boah, Wand. Ich hab mich so auf das Schießen konzentriert, dass ich fast daneben geschießt hab. Einer ist kaputt, oder? Wer war's? Der Timmy! Boah, wieder Motivation. Boah, sehr viele.
Generatoren aus. Ihre Kommunikationsmatrix ist fast erledigt. Wow. Wohin? Nochmal. Gute Arbeit, Leute! Wow! Kommunikationsmatrix zerstört. Ehrlich? Schaltet jetzt die feindlichen Jäger aus, bevor wir das Herz des Schiffes angreifen. Mann! So schön geflogen, da kommt halt immer irgendein Pisser und schießt sich weg. Oh, guck mal hier. Vielleicht kriegen wir ein Level up mit Tali. Die süße kleine Tali. Ich weiß nicht, was das machen soll. Wenn der Kontrollturm weg ist, öffnen sich die Panzertüren und der Reaktor ist ungeschützt. Ist ja nix, wo ich hinschießen sollte. Aufpassen! Nicht aufhören! Wir werden siegen! Kann ich nicht! Was soll ich ja machen? Es ist ja nicht möglich! Nicht mal Level up, ey! Mann! Was soll ich denn überhaupt ab kaputt schießen? Brücke da oben. Das brennt ja. Da brennt ja der Busch. Ist nicht mehr relevant. Bombe der Republik im Anflug. Oh, das war ein Held. Seht ihr doch. Reparier, R2. Na, Instant Explosion. Ich muss die Runde gewinnen. Ich will diesen Erfolg haben, weißt du? Nur diese Runde gewinnen, da. Ich weiß gar nicht, worauf wir schießen müssen. Check das gar nicht. Gucken wir mal, noch richtig viele Leute. Wir müssen erstmal irgendwas entsperren. Es ist nur noch ein Kreuzer übrig. Ich stehe in deiner Schuld. Ach Quatsch. Wow, leck. Panzertüren sind offen. Der Reaktor ist ungeschützt. Schießt mit allem darauf, was ihr habt, bevor ihre Schilde wieder online sind. Mein Schiff hat Probleme. Er hält sich. Ja, solltest du. Der Reaktor hält nicht mehr viel aus. Wir haben's. Den Reaktor machen wir schon. Ich brauch gar nichts machen. Hui. Haben wir gewonnen. Sieg. Ich glaube, das habe ich noch nie geschafft. Ein sehr gutes Team. Das sollte man vielleicht mal ausnutzen, um einen besonderen Erfolg freizuschalten. In der Mecker-Folge heute. Ah, einer ist dabei? Ah, ich dachte, ich wäre das gewesen. Oh yeah, Level auch wieder. Guck mal, was gefehlt hat, Tali. Mann. Blauer. Nochmal dieselbe? Nee. Boah, episch. Geil. Ich glaube, wir haben noch nie epische Spiele. Ne? Komm, mach mal. Ich werde sowieso genauso schnell explodieren, aber ist egal. Oh, wir sind schon 50 Minuten dran. Mach doch. Für die erste Ordnung.
Unser Turbolaser ist immer noch aktiv. Für den Moment. Verteidigt die Generatoren. Feind pulverisiert. Dafür hast du was. Chancenlos. Aber hat Spaß gemacht. War gut. Ein epischer Jäger. Eliminierung 5. Ich bin einfach reingepfeffert, volle Pulle. Bude! Oh Mann, du weißt doch gar nicht, wem du zuerst einlaufen sollst. Bis du stirbst. Bis der Jäger kommt, der kann auch ein bisschen was machen. Da hat er diese schöne Sperrfeuer. Attackiere feindliche Einheiten. Boah. Mittendrin stand nur dabei. Was ist das Ziel? Ah, da kommst du gar nicht durch. Viel zu fix, ey. Es ist Zeit, diesen Bunkerbrecher von seinem Leid zu erlösen. Macht es kurz und schmerzlos. Nein, qualvoll. Rakete einfach weggeschossen. Panik. So, ja, ey, killt dich ja jeder. Jetzt machen wir, was du willst. Aber ist halt der Modus, ne? Da ist, geht halt sehr fix. Mit den Pappfliegern hier. Unterbrecher des Widerstands eliminiert. Sie haben die Energieversorgung unseres Lasers aus. Ey! Schlag zurück! Nehmt Rache! Nehmt Rache. Jetzt einfach nur zerfetzen die Vögel. Ziel ausgelöscht. Na, nicht mal ein Assist. I am Team. Ich bin am Ende. Ah, da rettet einer seinen scheiß rasenden Falken. Kack. So. Das war aber schön, einmal durchgepfeffert, aber richtig. Dann müssen diese komischen Truppentransporter beschützen. Einer ist kaputt. Wenn wir das geschafft haben, haben wir 2 Runden gewonnen. Das ist Power, ne? Ja, ist super flink, das Spiel, ey. Was leckt er denn da hinten so rum? Das ist ja gar nicht. Oh. Truppentransporter unterwegs. Sichert ihre Flucht. Gut gemacht.
Unsere Transporter sind entkommen. Sehr geil. Wir haben Hoffnung. Wir haben. Oh. Na, das war klar. Ich hab mich am Quark kapaziert. Aber gut Punkte gemacht. Das Bügeleisen. Was sofort zerfetzt wird. 1000 Stücke. Truppentransporter verlassen den Hangar. Beschützen Sie. Ich will übrigens einmal die seismische Bombe loswerden. Hört. Was kann ich, wie man die. Oh! Werde ich mich nicht erinnern. Wie man die richtig einsetzt, ehrlich gesagt. Das Schiff hält noch. Fürs Erste. Was ist jetzt los? Bringt unsere Truppentransporter in Sicherheit. Ja, beep, beep, beep. Gerade geleckt. Oh, dauern die lange, bis sie aufleveln. Du weißt, wer ich bin. Nein, weiß ich nicht. Ich krieg HP. Setze seismische Bomben ein. Jetzt. Alter, du weißt, kannst du doch gar nicht einsetzen, richtig, oder? Transporter entkommt. Wie lange ich lebe, ey. Hey, aber nur 4 Spieler. Feuer frei. Alle Ziele noch. Der leckt aber heftig. Unsere Truppentransporter versuchen durchzubrechen. Der Schuss hat gesessen. Truppentransporter unterwegs. Was soll ich tun? Weiter aus. Eliminieren Sie. Was hab ich Kills damit, wa? Wir haben fast alle unsere Transporter zerstört. Jetzt. Piep, 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 piep. Ich hab euch alle lieb. Piep, piep, piep. Wo denn? Ich weiß gar nicht, wo die Transporter sind. Oh. Ich weiß nicht, was aktiviere ich da überhaupt? Boah. Nein, doch. Nein, doch. Hui. Das war natürlich nicht der. Immer dieselben Intros. Ich kenne den eigentlich nur, wie der kaputt geht. Vielleicht habe ich es ja echt geschafft. Den Hyper-Mega-Meilenstein. Oh, ey, Timmy! Guck mal! Da muss ich mal gucken. Wie lange noch? Ja, wir machen jetzt Feierabend. Wow, geil. Und das hat auch mal was gebracht. Wir sind Stufe 46. Ist ja geil. So, jetzt bleibe ich wahrscheinlich wieder mal dämlicherweise. Ja, 1000 Credits habe ich nicht gekriegt, glaube ich. Aber vielleicht war da einer dabei. Eine Runde Sternjäger. Nein. Nicht eine einzige davon? Ich glaube, die ist verbuggt, oder? Kann das sein? Wir haben zweimal gesiegt, aber da muss doch eine von den 5 dabei gewesen sein. Bis zur nächsten Folge.